Ja, hallo, willkommen. Eine weitere Folge von mir in Assassin's Creed Brotherhood. Ja, ich habe ja in der letzten Folge die gute Katharina aus der Engelsburg befreit und mache mich jetzt auf den Weg durch Rom zum nächsten Point. Sprich, was ich jetzt machen soll. Und da bin ich ja echt mal gespannt drauf. Ich fand das gerade mal gar nicht mehr so schlecht, die Mission Katharina zu befreien. War echt interessant. Wobei mir natürlich weder das eine noch das andere geglückt ist, was das Verstecken / nicht entdecken von mir betrifft. Und ich habe es leider nicht hingekriegt. Und das sogar gleich mehrmals in Engelsburg. Und von daher, ja, tut mir leid, aber ich habe es nicht gekonnt. Ich wurde entdeckt. Ja, wie gesagt, wir laufen jetzt durch Rom zum nächsten Point. Bin mal gespannt, was mich als nächstes erwartet. Ich glaube, ich muss zurück auf die Insel Tiberia oder wie das heißt. So, wo ist man jetzt hin? Ah, hier oben. Gut. Macht euch das Spaß? Ja, wenn du so fragst, definitiv. So, ich glaube, hier irgendwo war doch eine Bank, ne? Wo ist meine Bank? Da vorne ist er. Da vorne ist meine Bank. So, erstmal hier Kohle. Geld abheben. Genau, so. Und dann gehen wir erstmal zum Schmied. Weil da müssen wir endlich mal einkaufen. Alles reparieren, ja. Und dann erstmal neue Rüstung kaufen. Mal hier ein bisschen. So. Gegenstand im Besitz. Hier fehlt die doppelte versteckte Klinge von Leonardo. So, Waffen. Endlich mal hier. So, Streithammer bringt uns nichts. Römisches Langschwert. Plus 1. Tempel plus 2. Schutz aber nur 1. 2, 6. Dann holen wir uns mal den sizilianischer Degen. Ja. Der ist ein bisschen flotter und hat auch ein bisschen. Ciao, Signore. Und empfehlt uns bitte weiter. Kann ich eigentlich. Ja, genau. Mir fällt gerade noch ein. Die Armbrust, was kostet die? Aua, 12. Kommt wieder, falls ihr eure Meinung ändert. Ja, werde ich. Aber jetzt nicht gerade. So. Ein bisschen ausgerüstet, ein bisschen verstärkt haben wir uns. Obwohl nicht wirklich. Und jetzt würde ich sagen, hinein in die gute Stube. Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten.
Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. So, ja, Mann des Volkes. Mit zwei Bürgern Roms gegen die Unterdrückung durch die Borgia kämpfen und sie für die Assassinen-Gilde rekrutieren. Ich probier's. Ein großes Fest. Zur Unterhaltung werden alle Diebe des Rione exekutiert. Wegen seiner großen Beliebtheit immer fest. So. Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen? Dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen? Dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. So, das war der erste, der zu uns kommt. Und der zweite folgt zugleich. Geduldsfaden rein. Lauf, los, Hirsen! So. So, Madame hier, auch du wirst eine von uns. Die Befreiung Roms hat begonnen. Das war knapp, Grazie. Bringt ihr mir bei, so zu kämpfen wie ihr? Juhu, wir haben es geschafft. So. Als erstes erstmal hier wieder kurz Herausforderungen der Assassinen-Gilde verfügbar. Ja, ja, ist ja gut. So, erstmal hier abrufen, das Ganze. Und wieder hat der Diakon einen fetten Rinderbraten. Einen fetten Rinderbraten? Sowas aber, der Diakon hat einen fetten Rinderbraten. So, wir dürfen jetzt auch Assassinen-Herausforderungen betätigen, Bestrich machen. Wird jetzt ja mal richtig interessant hier das Ganze. So, wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Kurz mal auf die Karte gucken, würde ich sagen. Ich gucke auf die Karte. Ich gucke auf die Karte. Da haben wir übrigens einen Templer versteckt, ne? Uiuiuiui. So. Da Umschläge. Ezios Unterschlupf. Und wir müssen hier hin. Dann gehen wir da erstmal hin. Was der Wille ist. So sollte es dann auch sein. So, wir laufen jetzt erstmal wieder eine Runde. Ich könnte ja auch schlau sein und mir endlich mal anfangen, irgendwie so ein Pferd zu organisieren. Aber irgendwie ist das nicht so meine Idee. Also im Sinne von, ne, ich hole mir mal eins und dann schön mit Pferdchen hier. Bam, 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 bam. Nein, sondern ich laufe. Ich zurück ein bisschen, oder? Das betreten. Ja, ja, nix so im Arsch. Nicht mit mir, Meister. So, dann haben wir den erstmal platt gemacht hier, den Kasperkopf. So, dann muss die hier, glaube ich, irgendwo wieder das nächste Teilchen. Sicherheit da oben. Pass mal auf, Leute. Da oben wird das natürlich auch einer lesen. Ne? Nee, doch nicht. Ich hätte jetzt gerade wetten können. Aber ganz so falsch lag ich nämlich doch nicht. Ich hab's nur gerade nicht gesehen. So. So, hier müssen wir hin. Beziehungsweise natürlich hierhin. Oh, verletzte Madame. Ich werde Ihnen helfen, Madame. Los, komm. Oh, die ist tot, Alter. Ist da irgendwie ein Jackson Ripper unterwegs oder was? Okay, den gab es ja zu der Zeit noch nicht. Wer war das? Dieses Monster, Malfatto. Sati. Da lang. Da lang.
So, Malfatto ermordet junge Frauen im Tiberbezirk. Er muss aufgespürt und eliminiert werden. Definitiv. Oh, Mina, du solltest doch nicht mehr herkommen. Das ist ja cool. Die stehen da hier. Geh mal da lang. Er wird sich noch etwas brechen. Wahrscheinlich die nächste. Guck, ich komme. Der Rächer, der. Gehindert her. Gehen Sie näher an, bis das Ziel der Frau gefunden wird. Animale. So, und jetzt? Oh, den Typen platt gemacht. Mit Hilfe. Wir gucken nicht nach, wer es ist. Los, komm. Ich muss mal hier. Unausweichlich. Genau. So, wir haben es geschafft. Lasst mich in Frieden. So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach, dahin, gut. Also wir haben jetzt mit Hilfe unser Assassinenbrüder das erste Attentat erfolgreich durchgeführt. Der erste Typ ist platt. Und ich würde jetzt mal ganz knallhart sagen, da werden jetzt bestimmt auch Folgen, wenn wir richtig schön hardcore loslegen und die alle platt machen. So, was ist denn los, kleiner Junge? Albino, warum weinst du? Die wollen meine Mama auf ein Boot bringen. Sie sagen, ich komme aufs Nächste. Wer? Ein Mann kam mit Wachen aus der Burg und verhaftete uns. Er machte mir Angst. Das verstehe ich. Aber du bist sehr tapfer. Bring dir meine Mama zurück. So, Silvestro, Sabatini finden, eliminieren und seine Sklaven befreien. Klar. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. So, jetzt gibt's Haue. Jetzt gibt es Haue. Jetzt gibt es Haue. Ist das eigentlich gut, wenn man sich freut, dass man ein paar Leute vermöbeln darf? Kann? Muss? Oder eigentlich nicht? Ich weiß das gar nicht so genau. Ja, komm, hört doch mal auf, Alter. Achso, ja, ich war im Gebiet. Da muss ich dir recht geben. Okay. Ist ja gut. So, die Straße runter. Alter, die Straße runter ist aber ein ganz schönes Stück hier. Ups, Madame, Entschuldigung. Nein, ich brauche keine Assassinen gerade rufen. Die Straße runter, Alter. Der ist ja durch die halbe Stadt geflüchtet. Das Adlerauge um ihn zu finden. Da ist er. Das Glück bleibt unser. Nein, bitte! Ich will ein Freund. So, wir sollen ihn unbemerkt zu den Sklaven verfolgen. Ja, das kriege ich auch noch hin erstmal. Der Typ hat wohl einen der Meise hier. Leute einfach zu versklaven. Da werden wir richtig was gegen tun. Da gibt es gleich richtig was auf die Mütze. Da kann der wissen, Junge. Mensch, ich bin gerade richtig so in Meuchellaune hier, nach dem Blutbad hier von
von Engelsburg, seitdem bin ich so richtig so von wegen so, ich meuchle alles nieder, weg und überhaupt. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Ich meine, ganz ehrlich, das Spiel heißt Assassin's Creed und eigentlich soll ich das Stealthy spielen und ich merke immer wieder, bis zu einem gewissen Grad, ja, ich bleibe versteckt, aber dann rupp ich alles nieder und weg und mache sie alle platt, weil ich entdeckt wurde. So, mal sehen, wo der Typ hinläuft. Echt unglaublich. So, meine Damen und Herren, ich mache jetzt mal hier einen Break. Sprich, ihr seht dann meine hoffentlich erfolgreiches Attentat und Befreiung der Sklaven in der nächsten Folge. Ihr wisst ja, wie es geht, mit Kommentare, Like und Abo. Und in diesem Sinne, wie immer, bis zum nächsten Mal und bis denn. Ich mach mal schnell Pause, damit ich den Typen nicht verliere.